Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. Ich lasse heute aus einem bestimmten Grund die Musik aus und schließe mal ganz kurz meinen Browser. Und zwar, wie in der letzten Folge schon gesagt, ist mir, oder gesagt, ich war am Montag, diesen Montag war ich bei Baker mit einem Livestream, war ja länger nicht mehr mit dem am Plaudern und habe da eine traurige Nachricht bekommen, dass einer meiner ersten Abonnenten und auch einer mit dem ich echt Stunden hätte schreiben können, einer, ich würde sagen, ein guter Freund, gestorben ist. Die Rede ist da von Raupe Lizard, aka Miro, aka Mirek Helwig. Und ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen geschockt darüber. Und ich möchte ihm ganz ehrlich, ich würde ihn echt gerne in diesem Let's Play verewigen. Ich glaube, darüber hätte er sich gefreut. Und ich weiß nicht wieso, ich möchte es einfach machen. Also wird das heute eine kürzere Folge. Ich mach mal kurz ein bisschen mein Inventar leer. Ich nehme mir ein paar Sachen mit zum Bauen. Ich bin gerade mal so schauen. Ich könnte mal ein Stack Cobblestone durchmelzen. Und zwar hätte ich vor, wir sind ja drüben ein NPC davon bauen. Und ich hatte ganz ehrlich vor, ihm da so ein kleines. Ich weiß nicht, ob das Mausoleum nennen kann. Kann mich da nicht so gut aus, aber ich würde ihm ganz ehrlich ein Mausoleum bauen. So eine kleine. Kleines Grab, sage ich mal. Nein, heute wird nicht gekämpft. Weißt du was? Das machen wir heute ganz in Frieden. Machen wir peaceful. Also, als ich das wirklich am Montag mitbekommen hatte, ich war da echt ein bisschen schockiert. Ich habe wirklich fast, eine Viertelstunde, echt nichts gesagt vor Schock. Ich habe mir da auch schon so quasi was ausgedacht, wie ich das aufbauen möchte. Habe ich die Säge habe ich dabei. Also wie gesagt, ich werde jetzt auch dementsprechend heute mal hier die Musik ein bisschen was auslassen. Weil dafür ist die Musik einfach zu fröhlich für so eine traurige Nachricht. Also, ich kann mir das ja nur noch sagen, er ist eindeutig zu jung gestorben. Ich komme aber auch echt noch aus der Schule raus, bin auch am Montag in die nächstgrößte Stadt gefahren, also nach Köln. Wollte eigentlich ein bisschen Schulmaterial und Weihnachtsgeschenke noch besorgen. Und ich dann einfach nur währenddessen und während der Zugfahrt ein bisschen auf Facebook das Trevolo gepostet hat. Ich denke nur, was? Der ist beim Stream von Baker? Okay. Schau es einfach mal heute Abend rein. Ja. Komm dann an. Ich nur erstmal guten Abend alle zusammen, alle richtig fröhlich und daher ist da wirklich eine bedrückte Stimmung. Ich denke nur, was ist hier kaputt? Ich habe mich aber auch echt nur gewundert, dass sogar Street Digger da war. Ja, ich komme dann Stream hat angefangen. Ich mache den mal ein bisschen groß, weil ich sehen wollte, was da passiert ist. Habe mir das AOT mal vielleicht nochmal installiert. Ganz kurz, ich unterbreche hier mal ganz kurz die Aufnahme und mache bei mir die Tür zu und sagt das mal. Eltern bitte kurz leise sein müssen, weil die gerade angekommen sind. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon. Entschuldige ganz kurz diesen kurzen Cut. Auf jeden Fall. Ich habe mir echt nur gedacht, okay, hier ist irgendetwas passiert. Ich denk nur, komm, bist einfach mal ruhig. Und ich sehe dann wirklich nur beim Stream von Baker, wie dann alle zusammenstehen und sehe dann einfach nur noch das Bild von Miro oben in der Ecke. Und ich denke nur, nein, das darf nicht wahr sein. Habe es dann von Baker gehört und ich war echt erstmal totstill. Ich denke doch, das darf nicht wahr sein. Also, Miro war echt. Wir haben zwar relativ selten geschrieben, aber wenn wir geschrieben haben, ich war immer so froh mit dem zu schreiben. Der war echt ein glücklicher junger Mann, muss man sagen. Hat immer Freude in seinem Herzen gehabt. Also, ich weiß echt nicht. Ich weiß, dass er krank war, aber dass er so krank war, wusste ich echt nicht. Ich habe auch gar nicht mitbekommen, wie der gestorben ist.
Müsste ich mal bei Baker nachfragen, ob der vielleicht weiß, wie er gestorben ist. Ob das jetzt ein natürlicher Tod war oder ein Unfall. Das würde mich mal interessieren. Ich muss auf jeden Fall hier noch ein bisschen Platz machen. Ich war auf jeden Fall dann erstmal so geschockt und ich denke nur, das darf echt nicht wahr sein. Bin ich froh, dass ich dann doch noch da gekommen bin, um mir quasi mit Baker und den anderen da die letzte Würde zu erweisen. Ich kann, schätze ich mal, nicht zu seiner Beerdigung kommen. Ich weiß gar nicht, wo er gewohnt hat. Würde mich aber trotzdem deswegen mal interessieren, alleine um bei der Beerdigung aufzutauchen. Und ja, da er wirklich einer meiner ersten Zuschauer war und auch quasi richtig oft kommentiert hat und mir auch viele Tipps gegeben hat. Und wir auch quasi damals das AOTV-7-Pack zum ersten Mal getestet hatten zusammen und auch da wirklich viel Spaß gehabt hatten. Und ich auch da ein paar Mal teilweise auf dem Community-Server damals beim AOTV-2 war und zwar nicht zum Events geschafft habe, weil ich zu verpeilt war. Ich möchte ihm einfach nur deswegen heute hier quasi ein kleines Geschenk hinterlassen und in meinem Let's Play und in der Map hiermit verewigen. Ich kann es echt nur wiederholen. Ich bin geschockt. Ich glaube, es hätte ihn gefreut, wenn er sowas gesehen hätte. Und wenn jetzt hier irgendeiner ankommt, ey, ich will aber auch verewigt werden. Es kommt noch irgendwann was anderes, wo ihr verewigt werden könnt. Ich bezweifle zwar, dass dann irgendeiner hier was schreiben wird, aber wer verewigt werden möchte, das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt nicht hier. Ich habe mir einfach überlegt, dass wir hier dann so ein außerhalb so ein kleineres, ich sag mal Mausoleum machen. Und ich mache jetzt erstmal mir ein bisschen Platz im Inventar. Die Erde kann raus, das da. Na, kommt das so gleich weg. Ich brauche hier eigentlich nochmal einen Ofen. Nein. Machen wir hier so einen Dreier-Eingang. Also das wird ja einfach wirklich eine kleine Baufolge. Was ich ja ganz ehrlich unter aller Kanone fand. Beim Stream, da war ein Zuschauer am Anfang. Der hat sich echt darüber lustig gemacht, dass einer gestorben ist. Und das wäre wirklich im Thron. Das fand ich so unter aller Kanone. Und ich glaube nicht nur ich alleine. Ich habe schon von Trivolo mitbekommen, dass der ziemlich wütend darüber war. Und ich kann einfach nur sagen, wie asozial kann ein Mensch eigentlich sein? Entschuldigung, aber sowas ist einfach asozial. So. Ich hatte mir hier überlegt, dass wir hier einfach so mit den Stone Steps ein bisschen arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich das so hinbekomme, wie ich mir das gedanklich vorgestellt habe, aber ich will es hoffen. Weil das ist so ein Projekt, was ich einfach perfekt hinkriegen möchte. Mach mal hier den Einzeleingang. Ich weiß schon, warum ich das so mache. Ich bin teilweise echt immer noch was betroffen. Also ich bin, glaube ich, am nächsten Tag sogar echt nicht zur Schule gegangen. Ich habe dann eine Klausur geschrieben und ich war echt teilweise nachdenklich. Ich war echt darüber nachdenklich, was passiert, wenn auf einmal die Freunde, mit denen man länger nichts mehr zu tun hatte,
sei es aufgrund irgendwelcher Aktivitäten oder sonstiges, dann auf einmal plötzlich weg sind. Ich weiß, ich war teilweise nicht der beste Freund von Miro. Ich meine, wir haben wirklich später relativ selten gesprochen, aber... Ach, das ist einfach nur alles... Okay, du blödes Schaf, du verschwindest ja ganz, ganz schnell, will ich für dich hoffen. Oder stirbst, das ist mir scheißegal. Ich wollte gerade sagen, müssen wir ja auf jeden Fall nochmal aufpassen, als wir dich von hinten angegriffen werden, aber ich habe ja zum Glück auf Peaceful gestellt jetzt. Das einmal hier so. So, vielleicht haben wir gerade im Hintergrund mein Handy gehört, aber das ist gerade scheißegal. Ich bin einfach mal gerade hier echt konzentrierter was am Bauen. Man merkt vielleicht auch schon, ich gebe mir gerade hier richtig Mühe dafür. Hallo. Okay. Machen wir jetzt hier noch ein Dach drauf. Ah, ich mache hier das noch. Setze ich da rein. Na, keine Baufehler hier. Boah, ich habe gerade was im Auge. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich bräuchte eigentlich noch ein paar Stones, der damit das schön aussieht. Am Ende. Also Stonebrickstairs. Dafür habe ich mir ja hier noch ein bisschen Leanstone gemacht. Oder haben wir hier noch ein paar? Drei, die nehme ich auf jeden Fall mit. Manche sterben leider echt zu früh. Ich war vor allem echt überrascht, dass selbst ein Trivolo wirklich so tief traurig da saß. Ich meine, er macht ja immer auf den Harten, also ist ja kein Problem. Ich meine, wenn er meint, er muss auf dem Harten machen, jeder ist sich selbst, ist so, wie er denkt. Ja, ich drücke mich gerade, glaube ich, ein bisschen scheiße aus. Jeder halt so seine Art, drücke es mal so aus. Aber ich weiß auf jeden Fall ja, dass er nicht so der Klotz ist, der einfach komplett Gefühle unterdrückt. Das weiß ich, ansonsten wäre er ja wohl kaum verheiratet. Aber ich hätte echt nicht erwartet, dass selbst ein Trivolo, von in Anführungszeichen nur einem Community Manager von dem Tod so stark betroffen ist. Das hätte ich echt nicht erwartet.
anders. Da eben auch anders. Gut, war zwar mit der Schaufel, aber auch gut. Ich will diese herausgesetzten Blöcke nicht haben, die sehen ein bisschen scheiße aus. So machen. Anscheinend nicht. Ah, geht doch. Warum versuche ich eigentlich noch irgendwas zu sagen? Jetzt habe ich einen Dreh raus. Ja, ich habe noch das Werkzeug, egal. Gebe ich ihn mal hier vor. Fertig. Wird das gut aussehen, wenn man hier dann noch... Komm, ich habe die Säge dabei, mache ich mir noch. Ja, wenn das wird, dann... Ach, da sind schon die Binnen. Gut, muss hier nur noch der Boden schön werden. Das würde ich irgendwie mit Cleanstone machen. Kleines Mausoleum. Jetzt wollte ich aber noch mal schauen. Na, wie ging die noch mal? Die. Ach, wie gingen die Scheißteile nochmal? So sind die. Ja, hab sie bald. Bin ich jetzt ernsthaft an dem vorbeigelatscht? Ich wollte die Pillars haben. Crafting Bench. Ich glaube, daran geht das noch, bin mir aber gar nicht sicher. Machen wir es mal ganz kleiner.
Okay, anscheinend doch nicht. Ich google das mal kurz. Microblocks Pillar. Solche dann wollte ich relativ schnell gefunden haben. Kann ich mal kurz am Ende nachschauen, was geschrieben wurde? Entschuldigt mal ganz kurz dann halt, wenn. Bin ich blöd? Euer Ernst? Komm, mach mal nochmal. Ich will mich gerade nur so ein bisschen verarschen, ne? Aber auch nur so ganz dezent. Wollte schon halt hier so Stützpfeiler machen. Ja, ich würde sagen, das kann man lassen. Haben wir hier noch Holz? Jo, haben wir. Dann mache ich mal gerade ein Schild oder drei. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz in den Cheat Mode. Ich war im Cheat Mode. Dann muss ich halt doch in den Game Mode gehen. Tut mir leid, aber ich wollte hier die Kerzen nehmen. Und die dann hier. Ach, jetzt sag nicht, das geht nicht. Kann man wenigstens die. Aber Fackeln sehen so blöd aus. Was haben wir noch an. Nee, 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 nee. Haben wir keine Kerzen? Was ist das? Ja, komm, machen wir das so. Ich bin noch im. Ja, mach alles kaputt. Dann mache ich halt hier mal so einen kleinen Kopf rein. Denken an Raupe, Lizard, aka Miro.
Sitzen wir im. Wo haben wir ihn? Setzen wir hier noch eine kleine Blume hin. Komm, nehmen wir hier. Nehmen wir mal so ein paar, kann man die wenigstens. Kann man gar nichts hier drauf stellen. Ruhe und Frieden, alter Knabe. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, wenn euch diese Folge gefallen hat. Auch wenn wir. Ich will nicht sagen, wir haben nicht viel gemacht, aber wir waren schon noch produktiv und haben noch Abschied genommen von einem alten Freund. Hab jetzt nicht eins auf die falsche genommen. Zündet man die an? Beim Feuerzeug oder? Ach ja. Werde ich mal schauen, dass ich die nochmal ab und zu hier bei jeder Aufnahme nochmal ein paar neue Kerzen reinmache. Auf jeden Fall war es das für heute. Aus dem Game Mode raus. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, mal alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Tech World 2. Bis dahin würde ich sagen, tschüss.